So, hallo. Versuch Nummer 3. Was heißt Versuch? Aber, oh je, wir starten mit einem Herzen. Nee, ciao. Nee, ciao. Ja, okay, das Buch ist cool. Wenn wir es behalten könnten, wäre es noch cooler. Wird wohl leider nicht passieren. That's the problem. Ja, wir werden das Buch leider nicht behalten können. Das ist, ja, ärgerlich. Aber mal gucken. Vielleicht haben wir ein Glück und behalten das Buch doch. Ich fürchte halt nur nicht, dass das passieren wird. Das ist es. Okay. Schauen wir mal, wie es läuft. Auf geht's. Nicht treffen lassen jetzt. Ich meine, wir werden uns zumindest nicht gleich am Anfang treffen lassen. Und mein Schaden wird stetig stärker, also das ist auch ganz cool. Ich muss halt ein bisschen Glück haben mit den Schüssen, nicht reinzulaufen und so, ne? Dann ist alles cool. Bisschen Bomben an die Gegner setzen und da war es auch schon vorbei. Ach Mann, ey. Gott, schaut euch meinen Speed an. 48. 048. Oh je. Bin praktisch jetzt wirklich halb so schnell wie sonst. Wie normal. Uff. Was habe ich gedrückt? Was ist was? Was ist passiert? Komm, wir resetten mal. das war ganz merkwürdig, was da passiert ist. Okay. Hier 3 Herzen Start ist ganz okay. Tiersab Start ist auch ganz okay. Das ist auch ganz okay. Das da nicht. Ja, okay, das war es auch schon mit dem Anfang. Dann gucken wir mal, was wir draus machen. Der Damage ist halt jetzt schon nice. Der Damage ist halt jetzt schon ganz nice. Wenn wir den behalten könnten, wäre das eine Geschichte. Also die Limonade trifft halt da eben. Wow! Das war kritisch. Jetzt hat die Limonade endlich mal getroffen. Kommt her. Ah, shit. Aber wir haben gut aufgeräumt. Wir haben gut aufgeräumt. Oh, nein! Und dann laufe ich rein, ey. Es darf nicht wahr sein. Schaut euch an, der Damage ist wieder so weit runter. Ist echt ärgerlich, ne? Ach, Mann.
Ja, ist nice, aber wird sie halt nicht halten. Das ist das Problem. Gut, und im Moment ist die Tiersrate auch nicht so die geilste dafür. Ich glaube, hier war auch was, was Tiers erhöht, ne? Ja. Brauche ich nur noch eine Münze. Eine Münze. Eine. Come on. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass hier in keinem Haufen noch eine Münze drin ist. Und das nehme ich auch gerne, aber eine Münze wäre mir gerade fast lieber. Ich weiß, dass der Damage damit auch wieder runtergeht. Aber nicht so krass. Auf jeden Fall genug, um zu rechtfertigen, das zu kaufen. So. Das sind jetzt nämlich auch recht schöne Geschichten, die wir hier jetzt dabei haben, ne? Dieser Dreifachschuss ist schon okay. 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 Macht denn die Rules-Karte? Mhm. Hä? Gibt eine Message auf dem Screen, ähnlich zu den Fortune-Maschinen. Und es zeigt dann Wände, es zeigt dann die Räume, es zeigt dann einfach so einen Namen an, so ein Dings. Okay. Okay. Was auch immer das jetzt bedeutet. Also offenbar sollen wir die ja aufwecken. Das werden wir gleich mal tun. In der Hoffnung, dass ihr mir schön Geld gebt. Hat ja nicht so funktioniert. Dann gib du mir wenigstens schön Dinge. Das hat funktioniert. Auch das ist nett. Vielleicht kriegen wir jetzt noch hier. Schade. Dann nicht. Okay, ich hoffe, wir können mal unser Zeug behalten. Nein! Oh, direkt reingelaufen. Ich hasse alles. Ich hasse so alles. Das Buch einfach wieder zurück, okay. Ach Mann, ey. Dass man ständig eine neue Situation hat. Ah, das ist... Uff. Man darf sich dem Mann einfach nicht mit einer Sache anfreunden, die man behalten will. Man behält sie meistens eh nicht, wenn man doof ist.
Jetzt hat er von allem, was ich habe, ist nichts mehr zu spüren. So alles, was ich hatte, ist einfach vorbei. Ist einfach weg. Ist einfach weg. Was ist jetzt hier am blödsten, am besten von dem Zeug? Nix. Eigentlich nichts, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir zwei blaue Herzen haben zur Sicherheit. Aber die kannst du mir ja auch einfach wegrollen, ne? Ja, moin. Oh mein Gott. Ja, haben wir es dann jetzt? Scheiße, echt. Boah. Einsetzen sollen, hätte ich noch eine Aufladung gehabt. Egal. Ich wäre fast reingelaufen, ey. Unfassbar. Ich verstehe aber auch nicht, dass ich das immer wieder mache, dass ich da fast reinlaufe in die Viecher. Ich verstehe es nicht. Ja, moin. Ja, moin. Ah, jetzt habe ich wieder die Schokolade, okay. Kaufen wir mal Schlüssel, solange sie günstig sind. So. Abflug. Komm, ein blaues Herz noch. Ey, es ist... ist echt ein bisschen kritisch, ne? Ah, was haben wir jetzt hier eigentlich alles liegen lassen? Oh, Sun nehmen wir natürlich mit. Fast vergessen. Okay. Nichts mit meinem Triple Shot. Alles weg. Alles weg. Jo, wir haben Polyphemus, sehe ich gerade. Wir haben 15,7 für Damage. Davon spüre ich nur nichts. Oh ja, HP habe ich gut. Das ist, ja, das ist, kann man jetzt nicht so. Es ist halt da. Oh, das ist auch gut. Okay, gucken wir, was passiert. Ich werde direkt getroffen, das passiert. Ja, moin. Okay. Immerhin habe ich mein Buch zurück, Lul. Ah, das ist so kritisch. Oh, oh, Dings. Ja, nice.
Aber mit sehr geringem Damage. Problematisch. Sehr problematisch mit diesem Damage. Nein! Oh mein Gott! Auch das wieder cool. Können wir das bitte behalten? Junge. Scheiße. So, Items für 7 werden immer gekauft, auch wenn sie erstmal nichts bringen. Nach einem späteren Treffer bringen sie dann was. Aber ich hoffe, ich werde nicht mehr getroffen. Weil das ist schon eine coole Geschichte. Das war super knapp. Mach dich weg, Dude. Wo kam der denn her? Okay. Okay. Interesting. Sehr interesting. Okay, die ist durch. Solange ich... Oh, no! Ich wollte gerade sagen, solange ich schön Schlüssel kriege, ist es ja cool. Und dann sind Dinge passiert. Jetzt wechseln wir wieder konstant durch. Ich merke schon. Oh no. Jetzt wechseln wir wieder konstant hier durch. Und sind gerade überhaupt nicht stark. Aber jetzt sind wir wieder ein bisschen stärker. Also man muss ja fast dankbar sein für Treffer manchmal, weil sie einem wieder normale Möglichkeiten geben. Aber es ist halt trotzdem kritisch. Ah, shit. Oh, wir haben das. Oh, wir haben das Dings-Shield. Wir können jetzt den Stachel. Wir können jetzt, solange wir das haben, können wir den Stachelraum besuchen. Das müssen wir ausnutzen. Das müssen wir unbedingt ausnutzen. Das müssen wir unbedingt ausnutzen. Sehr gut. Sehr gut.
Sehr gut. Das müssen wir sowas von ausnutzen, dass wir das haben. Okay, und jetzt mit 7 Münzen wieder hier einkaufen. Ja, mit 7er halt Kaufdings. Okay, let's go. Na, normalerweise würde ich hier auf das Damage stehen gehen, aber so ist halt das 7er Teil spannende für mich. Auch wenn es jetzt erstmal nutzlose Items sind. Ja, okay, das kaufe ich jetzt wirklich nicht mehr. Dann nehme ich jetzt wirklich nochmal das. Ah, Mann, ey. Okay. Okay, jetzt sieht man mal, was wir. Oh, jetzt sieht man, was wir alles haben. Oh, die Dinger haben wir. Auch interessant. Okay. Ich meine, man sieht auch am Rand, was man alles hat, aber da gucke ich halt nicht hin. So, wir können hier rein. Darf man nur nicht getroffen werden hier drin, dann ist alles cool. Okay, cool. Sehr schön. Oh, gefährlich hier zu. Na, wobei. Kann man eigentlich gleich resetten. Nein, Cancer behalten wir erstmal, solange wir es dürfen. So. Schön. Schön, schön, schön. Aber ich werde halt getroffen. Also das ist jetzt eine Item-Zusammenstellung, da werde ich definitiv getroffen irgendwann. Wahrscheinlich eher als bald als später. Aber gut, wir können gucken, was passiert, ne? Los geht's. Aber wir haben halt recht viele Items. Also ich hoffe halt immer, je mehr Items ich habe, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir einen relativ ordentlichen Reroll bekommen. Und nicht irgendein kompletter Müll passiert. Ja, shit. Da ist mein Gratistreffer weg. Nein. Oh mein Gott, jetzt schießen wir Bomben. Wir haben das Book of Revelations wieder, lul. Nein, ich habe mich selber getroffen. Okay, ich bin super langsam, aber mein Angriff ist gut. Und meine Zusatzeffekte auch. Ja, Zusatzeffekte sind in Ordnung. So. Da die Viecher jetzt hier sind, müssen wir jetzt hier drin bleiben. Und das ausnutzen. Sehr schön. Schnell kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Geh gar nicht erst zu mir. Mein Problem. Ah, okay. Was wir bekommen haben, ist in Ordnung. Was wir bekommen haben, ist voll in Ordnung. Auch damit kann man sehr gut arbeiten. Sehr schön. Sehr schön. Oh, den habe ich gar nicht gemerkt, dass ich den auch noch habe. Den Brimstone aus dem Hintern raus. Nice, und noch ein Engelraum hinterher. Chillig. Okay, an sich ist es egal, weil wenn wir getroffen werden, ist wurscht, was davon wir behalten. Ich werde aber natürlich jetzt nicht aufs Schwert wechseln, das mache ich nicht. Für den aktuellen Moment ist es allerdings am besten, wenn wir das hier mitnehmen. So, hier drüben ist der Geheimraum. Mit Geld! Oder auch nicht. Aber das nehmen wir auch mit. Solange wir es haben dürfen. Solange wir es haben dürfen. So.
Ich würde wieder das HP mitnehmen, oder? Ah, nee, solange ich die Dinger habe, ist BFF besser. Da bin ich eher auf der Seite von BFF jetzt. Und dann füllen wir noch kurz das Herz auf. Wahrscheinlich verliere ich es eh über irgendeinen Treffer. Dann ist es halt so. Ja, alles klar. So, jetzt habe ich kein Dings mehr, ne? Jetzt darf ich nicht mehr durch den Stachelraum einfach durchrennen. Muss ich dran denken. Muss ich gut dran denken. Okay. Ach so, wir haben jetzt die Dinger. Oh. Habe ich gar nicht gemerkt. Ja, moin. Na, das ist doch auch ganz nett. Mhm. Oh, das müssen wir uns holen. Das müssen wir uns holen. Sollten wir so lange überleben? Ah, wo ist denn dieser Geheimraum wieder? Nirgends, wo ich geschossen habe, jetzt ist er. So, was gibst du mir? Nix. Und du gibst mir wahrscheinlich auch genau nix. Ja, das war ein Versuch. Dann kann ich aktuell nichts machen und muss jetzt erstmal überleben. Gut. Dann ist das so. Ich müsste eigentlich recht gut ausweichen können, solange die Gegner in mir spawnen. Dann irgendeine Kacke machen, müsste ich ganz gut ausweichen können. Weil ich habe auch eine sehr große Reichweite, was die Verlangsamung angeht. Also die meisten Sachen, die zu mir hinkommen, werden langsam, bevor ich sie weit an mich herankommen. Was schon mal ganz praktisch ist. Weil man so doch recht gut ausweichen kann. Und jetzt geht die Kacke hier los. Aber die machen wir auch recht schnell weg. Sehr schön. Im Moment eine sehr gute Kombination an Items. Eine sehr, sehr geile Kombination an Items im Moment. Vorsichtig. Auch die machen mir nichts, weil sie direkt Schaden nehmen. Das ist auch sehr wichtig und praktisch. Und den Boomstone aus mir hinten raus nutze ich gerade noch gar nicht so effizient. Muss ich leider gestehen. Nee, das ist gar nicht, was ich dachte, dass es ist. Dann nehme ich lieber das HP ab mit. Das ist Dings, ne? Das revealt einfach nur die Geheimräume. Ich dachte, das ist Doppelschuss, ist es gar nicht. Das sind ja die Brillen. Das ist ja gar nicht. Nee. Das revealt mir einfach nur den Secret Room. Reit. Ja, genau. Das braucht man nicht extra kaufen. Dann kauf lieber ein HP ab. Oder warten erstmal ab, was noch kommt. Jetzt ist HP abkaufen, ist halt auch Quatsch. Da will ich erstmal mein Geld behalten. Tatsächlich. Please don't hit me! Aber seht ihr das, wie schnell der mir die Herzen abzieht? Das ist das Gefährliche. Das ist das Gefährliche. Jetzt realisiere ich aber, was passiert. Ich verliere... Ja, okay. Ich glaube, ja... Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal Herzen kaufen. So, und jetzt kann ich aber doch wieder durch den Raum hier gehen. An dem Moment. Nice. Okay. Nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes passiert. So. Letzter Kampf. Oh,
Oh, aber mein Damage ist scheinbar nicht so gut, oder wie sehe ich das? Ach nee, nee, die Leiste geht nur langsam runter, weil zu viele da sind. Ich hab nichts gesagt, alles gut. Nein! Wobei, das, was wir jetzt haben, ist auch geil. Jetzt haben wir Alpcake wieder. Alpcake-Dings, weißt du schon. Ich meine, für die Effekte, die hier sind, würde ich normalerweise schon was hergeben. Aber wenn ich getroffen werde, ist halt der Effekt weg und das ist es dann nicht wert. Verstehst du? Deswegen lassen wir das jetzt. Genau deswegen lassen wir das jetzt. Lol. Wie kann ich den jetzt treffen? So. Okay. Glaube ich, das am sinnvollsten. Na? Komm zu Papa. Okay. Dann halt so. Gut. Ah, Geheimraum haben wir noch nicht. Den kann ich mir jetzt ja auch... Oh, ich kann mir hier noch was holen vielleicht, mit Glück. Ja. Ach so, ja gut. War schon voll, aber ist egal. Lavas, nice. Falls ihr euch übrigens wundert, warum drei Herzen gespawnt sind, weil wir den Tarot Clove tragen. Mir auch gerade erst aufgefallen. Wo habe ich noch nicht geguckt? Im Geheimraum habe ich noch nicht geguckt, aber da werde ich nicht mehr reinkommen. Hier habe ich noch nicht. Doch, da habe ich auch gesprengt. Ja, okay. Dann vielleicht unten. Dann vielleicht unten. Oder im Geheimraum, aber da gehe ich nicht. Geheimraum. Oder im Dingsraum, aber da gehe ich nicht mehr rein. Hier vielleicht noch. Ja, okay, dann nicht. Vielleicht haben wir noch Glück und kriegen noch irgendwie Geld oder so, aber ansonsten... Jo, das war interessant. Aber durch das Schild bin ich eigentlich recht gut auch geschützt vor meinen Explosionen, glaube ich. Okay, gucken wir mal, was passiert. Bin gespannt. Energietechnisch bisher cool, aber ihr wisst, wie schnell es passieren kann, dass es wieder zurückgeht. Das ist das Problem mit diesem Modus. Das ist das Problem mit diesem Modus. Du hast immer das Gefühl, jetzt läuft es gerade und dann... Das spielt ja einfach komplett in den Hintern. Okay, dann halt nicht. Was mit dir? Okay. Ja, gut. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm bei dem, was wir haben. Gucken wir, was passiert. Ah, ich hasse das, wenn die nicht kaputt gehen können. Immer der gleiche Müll. Oh, die... Nein! Mmh. Oha. Oha. Wir haben was ziemlich cool. Ja, wir hatten was ziemlich cooles. Schaut euch an, wie schnell die Energie runtergeht. Das ist so kritisch. Ich wollte es nicht stoppen. Was passiert hier? Was ist das für ein Sound? Wo kommt der her? Wer macht das und warum? Okay, der Sound ist weg. Auch wenn ich nicht... Ah, mein Gott! Ach,
Okay, wir haben das Sacred Heart. Wir haben das Sacred Heart. Jetzt nicht treffen lassen. Jetzt nicht treffen lassen. Scheiße, ey. Ja, ich kann gar nichts einsammeln. Kaufen. Sheesh. Es ist so kritisch, was wir hier alles haben, ne? Puh. Nein, direkt getroffen. Das darf nicht wahr sein. Ich weiß nicht, was ich dazwischendurch hatte. Sah aber cool aus. Oh mein Gott. Es passiert so viel auf einmal. Ich komme nicht klar. Jesus im Himmel, ey. Es passiert so viel auf einmal. Aber was ist denn jetzt davon gut? Davon ist jetzt effektiv gar nichts gut. Aber ich kriege auch keine Münzen mehr. Nein, dann rerolle ich halt. Nee, das gibt mir nichts mehr Brauchbares. Das kann ich jetzt nicht nehmen. Das wäre... Wenn es dann funktionieren würde, wäre es gut. Ach, was soll's. Okay. Die paar Pins sollten doch laufen. Diese scheiß Uhr. Ich mach die immer falsch. Ich setz die immer ein, wenn ich sie nicht brauche. Das gibt's doch nicht. Mein Gott. Aber es ändert sich zum Glück nichts. Diese Pins sollten laufen. Das Schöne ist aber, die Uhr lädt sich immer wieder... Oha. Oha, wisst ihr, was das bedeutet? Wenn ich diese Uhr behalten kann, die lädt sich auf durch Schüsse. Wir sind im Moment in der Situation, dass sie sich durch Treffer und Schüsse auflädt. Das heißt, ich werde immer wieder in der Situation sein, mit Glück. Ah nee, bin ich nicht, weil sobald ich getroffen werde... Ja, hat sie... Ja, genau. Hat sich erledigt. Ich wollte gerade sagen, sobald ich... kann ich immer wieder resetten, wenn es schief läuft. Aber ja, sobald ich getroffen werde, ist die Uhr ja weg. Ha. Wir haben gerade richtig krasse... wenig Tiers, oder? Was ist da los? Irgendwie ja. Irgendwie haben wir richtig wenig Tiers. Oh mein Gott. Oh, was ist das denn hier jetzt? Ja, hier brauche ich auch nichts kaufen. Nee, geh weg. Ja, shit. Bin ich jetzt Stompy? Ja, okay. Was bin ich denn jetzt alles? Was habe ich denn da alles? Hilfe. Zu viel Zeug, aber zu wenig Energie. Ich habe für alles zu wenig Energie. Das ist scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ey, die Tiersrate ist richtig mies. Das ist nicht gut. Wollte nur mal gesagt haben. Ja, das war's. Das schaffe ich nicht. Mit der Nummer schaffe ich das nicht. Und ich kriege ja nicht mehr Herzen plötzlich.
Also glaube ich nicht, dass es passieren kann, ne? Da zwei von euch und ich werde voll reinrennen. Ja, moin. Ja, ich kriege mehr Herzen, aber nicht aufgefüllt. Okay. Interessante Geschichte, Lul. Aber ich habe halt jetzt effektiv diese zwei Herzen noch. Was ist das? Warum bin ich am Ende mal mit so wenig Energie? Ey, das ist doch scheiße. Und das Book of Shadows lädt sich halt auch nicht auf jetzt. Mann! Diese Eden Runs sehen immer so gut aus und dann am Ende hat man nichts mehr. Ah, ist doch LOL. Habe ich den hier wieder? Plus Sacred Heart übrigens. Was super geil ist, aber ich habe halt nichts zum Aufladen. Ich kann meine Herzen nicht aufladen. Ich will mein Herz doch mal aufladen. Shit. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich bin tot. Es ist so viel Glück einfach. Mann. Aber was halt das Schlimmste ist, ist, wenn du die Energie so schnell verlierst. Ah, God dang it. Okay, einen Versuch gebe ich dem Ganzen noch, ansonsten wechseln wir zum nächsten Charakter. Ich will hier mich nicht hier ewig aufhalten. Aber die Runs von Eden gehen schnell. So, aber, ne? Sie können halt auch schnell zu Ende sein. Okay, gucken wir, wohin uns die Reise trägt. So, hallo. Dritter Anlauf mit komischem Spacebar-Item, weg damit. Okay, wir starten wieder mit dem Book of Belial. Das gefällt mir. Belial. Oder so. Das ist ganz nett. Die Spur ist auch ganz nett. Daraus könnte man was machen, wenn man nicht getroffen wird. Ne? So. Nehmt mir bitte nicht meine Aufladung, ich würde die gerne behalten. Und die Dinger nehme ich jetzt aber wirklich nicht. Die nehme ich jetzt wirklich nicht. Ich weiß, es wäre ein zusätzliches Item. Aber im Moment ist es ein Müll-Item für mich. Also nehme ich es im Moment auch nicht. So, außerdem können wir uns schon Schlüssel leisten. Ja gut, das ist jetzt nicht so sinnvoll. Aber okay. Nee, aber dieses Dings-Item, das ist so komisch, ich will das nicht. Gucken wir, was passiert. Nach Möglichkeit kommen wir hier gut durch. Ohne nochmal getroffen zu werden. Das wäre optimal. Kritisch! Weg mit dir, bevor du mir Ärger machst. No. Okay. Hätte ich jetzt nicht noch eine neue Aufladung bekommen müssen oder habe ich das verpeilt? Kommt die jetzt erst? Okay, da ist sie. Schön. Wir brauchen dann ganz dringend, wenn wir das behalten wollen, einen Schutz.
dass da nichts mehr schief geht. Weil das würde ich schon gerne behalten, was wir jetzt hier haben, ne? Da jetzt getroffen werden, würde mich durchaus leicht ärgern. Vor allem, wenn es vermeidbare Treffer wären. Aber mal gucken. Oh je. Das wird jetzt wieder böse. Ich sehe so eine Spinne in mich rennen. So, mach dich weg, dann kann ich an die Seite. Das ist schon mal gut. So. Jetzt schön nutzen, dass wir den ganzen Schaden aufgeladen haben. Sehr gut. Und jetzt, wie ich in meine Spur rennt. Auch das, ja, schön in die Spur, sehr praktisch. Sehr gut hast du das gemacht. Okay. Wir müssen immer noch eine Runde kämpfen. Boah, ich habe so Angst gehabt. Aber ich hätte es halt nicht mal verhindern können, dass die mich treffen. So, jetzt setze ich das Buch nicht ein, weil dann haben wir es für die nächste Runde gleich aufgeladen. Weil jetzt brauche ich es halt auch nicht. Also, ob ich jetzt hier mehr Schaden oder weniger Schaden mache, macht hier keinen Unterschied in dem Kampf. Bei dem Schaden, den ich eh schon mache. Ich möchte weiterhin nicht dieses Item da kaufen. Holen. Möchte ich nicht. Wir nehmen aber die Autobatterie mit. In der Hoffnung, dass wir das ganze Zeug hier behalten können. Das wäre sehr schön. Okay, weiter im Programm. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich werde ich jetzt noch getroffen, ne? Das wäre es gewesen. Das wäre es dann komplett gewesen. Da hätte ich dann aber mich ein bisschen geärgert. Nice. Wir dürfen halt nach wie vor nicht getroffen werden. Das ist das Problem. Das ist das ganz, ganz große Problem an der Geschichte hier. Ein Treffer. Und es ist alles, was ich mir aufgebaut habe, erstmal wieder vorbei. Okay, drücken wir die Daumen, dass wir gut durchkommen. Weil durch die Autobatterie macht jetzt jede Aufladung einfach das Doppelte. Also wir kriegen jetzt richtig viel Damage zusammen. Wenn ich nicht getroffen werde. Das ist das Problem. Ich darf nicht... Oh Gott, ich wäre fast... Oh. Ich wäre fast reingerannt. Habt ihr es gesehen? Ja, habt ihr. Nein! Boah! Wenn mir eins von den Mistviechern ins Gesicht springt, ich... krieg so einen Ausflipper. Ich meine, nicht den Delfin. Okay, weiter. Okay, das müsste eigentlich laufen mit dem Schaden, den wir machen. Sehr schön. Sehr schön. Oh je. Oh je.
Ich habe da ein ganz dumpfes Gefühl. Ja. Spring doch in... Nein! Ah, oh, Mist. Aber was wir bekommen haben, ist okay. Ich bin damit... Ich bin ein bisschen versöhnt. Es ist nicht gut, aber es ist okay. Aber jetzt kann ich raus, weil der Schaden ist leider zurückgesetzt worden. Ach, verdammter Mist, ey. Ganz ehrlich, hiervon will ich eigentlich nichts kaufen. Aber ich will mir die 5 Bomben holen und hoffen, dass mich hier mehr Geld dazu rausbekomme. Ja, okay, ich habe das Geld zurückbekommen, immerhin. Aber ich würde hier nichts kaufen jetzt. Nee. Wenn es im Angebot wäre, dann ja. Dann würde ich hier auch sinnlose Sachen kaufen. Aber so, im Moment ist es für mich nicht so sinnvoll. Oje, der Schaden, der Schaden. Nein! No! Mein schöner Anfang ist einfach kaputt. Dieses Mistding, ey. Dieses Mistding hat's wieder versaut. Also, ich hab's versaut, aber dieses Mistding ist schuld, so. Nein! Zu viel Shit-Talk gerade betrieben. Gerade zu viel Shit-Talk betrieben. Das war dumm. Das war sehr dumm von mir. Vor allem das, was ich dazwischen hatte, ganz, ganz kurz hatte, das sah cool aus. Dann ist es wieder weg. Ach, so ein Käse, echt. Ja, cool. Ich würde mich ja drüber übelst freuen, wenn ich es nicht versauen würde damit. Ah, man. Ich verstehe das nicht, wie manchmal da einfach Dinge auftauchen, aber gut, das ist... Ja, das ist... Das ist doch schon wieder alles kacke jetzt. Ich hätte trotzdem getroffen und dann ist wieder alles Müll. Oh Mann. An sich ja, aber ich werde mich... Ich werde mich damit halt wahrscheinlich selbst sprengen irgendwann. So meine Befürchtung. Das ist halt so meine Befürchtung. Im Grunde darf ich einfach nicht zu nah an Gegner ran. Weil meine Tränen treffen sie ja von selbst. Oh, der macht böse Dinge. Mach dich weg. Nein! Oh. Aber sehe ich das richtig, dass ich manche Sachen behalte? Ich habe die Autobatterie noch, oder? Das scheinen so Sachen zu sein, die im Hintergrund irgendwie wirken, die behält man. Oder sehe ich das falsch? Nee, ich sehe es falsch. Nevermind. Ich habe was verwechselt. Alles gut. Mist. Thank you.
Man kann noch zu oft denken, es läuft gerade gut, dann kommt ein Treffer und es ist alles vorbei, weil man plötzlich diese Tränen hier hat. Der Damage ist runter und alles ist kaputt. Und alles ist kaputt. Machen wir denn jetzt wieder hier? Jetzt ist wieder alles Müll. Gut, der Fuß, der runterkommt, ist cool. Long Legs hier. Daddy. Der kommt auch schön oft, das ist eigentlich ganz nett. Ja, sehr schön. Mach noch die Maske kaputt, Daddy, dann ist alles cool. Ja, prima. Weil ich treffe den so nicht. Gut, dass ich den habe. Ich würde den so überhaupt nicht vernünftig treffen hier. Richtig kritisch, den so zu treffen. Okay. Die letzten Hits haben wir dann doch nochmal echt gemacht. Nicht treffen mich bitte, nicht bitte, nicht mich treffen. Ich habe gerade so viel Energie, ich würde die gern behalten. Und ich würde vor allem den Fuß gern behalten. Weil er durchaus hilft. Er hilft schon sehr. Der hilft schon echt sehr. Meine Tränen sind gerade nicht so nützlich. Leider. Leider. Engelraum. Ich bin hin und her gerissen. Hier hätte ich halt einen Treffer, den ich einstecken kann. Aber es hält auch nur einmal. Und hier hätte ich aber... Ne, ich nehme schon die. Dann treffen meine Tränen wenigstens wieder besser. Dann treffen meine Tränen wenigstens wieder besser. Okay. Ich weiß, ich hätte dann mit dem Holy Shield und so weiter, hätte ich zweimal in den Stachelraum jetzt mindestens gehen können. Ich weiß. Aber man weiß halt nicht, was richtig. Yay, Hangman versus Hangman. Nice. Okay. Apfel. Ah, Mann. Ich weiß, jetzt hätte ich auch wieder reingehen können. Das müsst ihr mir nicht erzählen. Das ist mir bewusst. Ich habe mich da jetzt halt dagegen entschieden. Das ist Leon, ne? Jo. Ich wollte so sagen, an sich ist es gefährlich, den hier zu nehmen, aber vielleicht kriegen wir einen Dingsraum. Und wow, wir kriegen einen Dingsraum mit, okay, immerhin Geld. Nicht der beste, aber auch kein schlechter. Muss nur aufpassen, okay, hier ist kein gefährlicher Stein, alles gut. Da sind gefährliche Steine, da wollen wir nicht reinlaufen, okay. Tiers ab. So, das Tiers ab fühle ich schon, vor allem weil danach ein anderes Item kommt. Ja! Ja! Okay. Jetzt müssen wir halt das Zeug behalten. Es bleibt spannend. Erst der Gegner und schon wahrscheinlich gleich alles weg. Boah, das war kritisch. Ja, so viel dazu. Speed weg, alles weg. Mein Gott. Was habe ich jetzt wieder?
Weil ich wieder diese scheiß Fernbedienung habe. Diese Broken Remote. Das darf doch nie wahr sein. Also jetzt mal Real Talk. Diese dämliche Broken Remote, ne? Die hatte ich jetzt zweimal als Zufallstrinket. Wie dumm, wie... Das Spiel ist abgestürzt. Stabil. Warum stürzt das Spiel jetzt plötzlich in letzter Zeit wieder ab? Ich habe doch die Mods ausgemacht. Was ist das denn jetzt wieder? Ist Tainted Eden einfach so verbuggt, dass der mir ständig abschmiert? Ich verstehe es nicht. Und wo starten wir jetzt? Ja, okay. Damit kann ich leben. Ich habe da gerade so ein Déjà-vu. Ach so, Moment. Wait. Ist jetzt alles gleich? Also Leo? Und hier ist der Dingsraum? Und da sind die Münzen und die Truhe drin? Okay. Okay, es ist wirklich exakt gleich. Jetzt wäre es aber dann auch interessant zu wissen, ob exakt das gleiche passiert, wenn wir jetzt getroffen werden, ob der genau der gleiche Reroll kommt. Das wäre interessant. Ich will aber gar nicht getroffen werden. Aber vermutlich kommen die gleichen Gegner, nämlich die Augen. Aber diesmal kann ich den Treffer verhindern. Sehr wichtig. Da war es vorbei. Ja, ich glaube, das kam vorhin auch, ne? Ja, genau, das kam vorhin auch. Und jetzt habe ich auch diese scheiß Remote. Diesmal drücke ich kein Spacebar-Item. Oh mein Gott, ey. Was für eine unfassbare Kacke einfach. So, jetzt habe ich aber wieder die guten Tränen. Die Tränen, die ich gerne behalten wollte, das eine Mal. Tränen, die Schere. Was laber ich denn schon wieder hier? Ach, mein Gott, echt. Schaden ist jetzt auch richtig nice wieder. Oh boy. Da ist ein ganz böser Gegner dabei. Okay, perfekt. So, Satan-Kampf. Oh, Junge. Ich hoffe, meine Körper machen schnell genug das Ding kaputt, bevor ich hier getroffen werde. Aber es sieht gut aus. Yes. Yes, Engelraum. Was hast du für mich? Was ist in meiner Situation jetzt das Beste? Was ist in meiner Situation davon jetzt das Beste? Ich meine, klar, es ist ein Item zusätzlich. Im Moment wäre das Damage-Up, glaube ich, gut. Aber der... Das Licht ist halt auch nicht schlecht.
Nur... ich meine, nichts davon hält, wenn ich getroffen werde. Nichts davon hält. Der Kreis, der Sachen zurückschicken kann, wäre natürlich auch eine interessante Geschichte. Ist das der Kreis, der Sachen zurückschicken kann? Ich glaube, ja. Lasst mich das kurz eruieren. Genau. Der kann die zurückschicken. Also der könnte Tränen abwehren, der Kreis. Damage ist an sich okay. Ich glaube, der Kreis ist am sinnvollsten im Moment. Nimm den Kreis. Mal gucken. Mal gucken. Ansonsten würde ich jetzt hier nichts nehmen. Wir sind in Wurm, wir haben noch einen Schlüssel, das heißt, wir kommen in den Shop rein. In den Shop, in den nächsten Itemraum rein. Lass mal so. Okay. Schauen wir mal, was passiert. Bin sehr, sehr gespannt. Ach, wir haben eh wieder diese Situation, dass wir Münzen hergeben. Ups, habe ich gar nicht gemerkt. Ja, siehst du. Alles in Ordnung. Alles nette Items. Alles nette Items, wenn man sie behalten dürfte. Da würde ich mir jetzt doch am ehesten das HP abgönnen, ne? Oder halten... Ah, jetzt weiß ich das wieder nicht. Halten blaue Herzen? Also bleiben die, wenn was rerollt wird? Können die bleiben? Oder wenn die auch... dann würde ich fast die nehmen. Wir müssen das jetzt mal testen. Bleiben diese Herzen, wenn ich getroffen werde, oder nicht? Ich habe da noch nicht so richtig drauf geachtet. Aber ich will auch gar nicht getroffen werden, to be honest. Jetzt erwartet, ne? Oh nee, so viele kritische Gegner. Holy moly. Okay. Los, Körper, mach dein Ding. Okay, es wird... Habt ihr es gesehen? Es wurde mehrfach jetzt schon reflektiert. Der Ring hat sich jetzt schon gelohnt. Ja, doch, der Ring war die beste Entscheidung. Der Ring war die beste Entscheidung. Definitiv. Da wurde wieder reflektiert. Die Dinger sind richtig kritisch. Ich hasse die. Aber wir haben's. Nice. Okay, weiter im Programm. Was haben wir? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab die Gegner nicht gesehen. Was kommt? Ach, die da. Nein! Okay, alle blauen Herzen sind weg, weil die HPs draus geworden sind. Das sind einfach... Oh, was ist das denn? Das ist ein sehr interessanter Angriff. Aber die blauen Herzen sind einfach überschrieben worden von HP-Ups. Damit war das eine schlechte Idee. Aber das wusste ich nicht. Okay. Oh je. Dann holen wir lieber HP-Ups. Aber die können es halt auch... Ah, es ist... Ich glaube, hier gilt wirklich, wie man es macht. Nein, ich hätte es erst auffüllen müssen, oder? Habe ich es jetzt falsch gemacht? Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich es falsch gemacht. Aber sie müssen nicht überschrieben werden. Das ist das Ding.
Nein! Okay. Okay, nicht gut. Ah, wir haben Schokolade wieder. Aber seht ihr, die stellt die Energie... Oh, Mann! Jetzt zieht die Energie einfach komplett aus allem raus und macht sofort. Und dann hat man zwischendurch ganz krasses Zeug und dann ist es wieder weg. Wie können wir das jetzt bitte behalten? Das will ich jetzt behalten. Danke. Plus Engelraum. Okay, dann nehmen wir jetzt das HP ab mit. Weil das füllt auch komplett auf, ne? Nein, nicht ganz, aber fast. Ich glaube aber, es liegen auch noch Herzen hier rum. Yes. Okay. Na gut. Wollen wir hoffen, dass wir das Zeug jetzt behalten können. Weil das ist im Moment ganz cool. So, jetzt sehe ich auch wieder was. War gerade leicht dunkel. Mhm. Na gut. Na gut, drücke mir die Daumen, dass jetzt hier brauchbares Zeug kommt. Ich hasse euch. Ich hasse die Dinger jetzt schon. Die gehen immer so schnell. Weil ich die nicht kaputt kriege, weil die nicht aufgehen wollen, Mann. Oh. Mach dich weg. Nice. Macht euch alle weg. Schön einfach Gegner spawnen, die auch kaputt gehen. Die nicht erst aufgehen müssen oder sonst irgendwie. Und man einfach... Ah, mein Gott. Nein. Jo, guckt euch meine Herzen an. Das ist doch nicht fair. Was zur Hölle? Und vor allem, wenn ich jetzt wieder welche zurückkriege, dann sind die einfach nur aus... Dann sind die zwar da, die HPs, aber nicht ausgefüllt. Wie soll man denn dagegen was tun? Fuck! Also, real talk, wie soll man denn dagegen was unternehmen, dass die nicht... Oh. So ausflippen. Wie soll ich dagegen was unternehmen, dass sie mir nicht... Ah, Mann! Shit. Na, jetzt sind die aufgefüllt. Aber... So, da hat es mir gerade gesagt, ich kann nicht weiter aufnehmen, weil der Speicherplatz voll ist. Das ist natürlich besonders ungünstig gewesen. Aber wir sind wieder am Start. Aber seht ihr, was ich meine? Ich kann nichts dagegen tun, dass die einfach meine Herzen wegziehen. Ich werde getroffen und die Herzen sind weg. Ich kann nichts tun. Ich krieg die nicht wieder. Sind einfach weg. Die sind dann einfach weg. Das ist doch richtiger Müll. Das ist doch richtiger Müll.
mir noch meinen Engelraum, bitte. Okay, das ist kein Engelraum. Gib mir schwarze Herzen. Nee, ich werde jetzt nichts kaufen. Nee. Was war das nochmal? Das war dieses Canes-Dings. Oh, nee, nicht Canes. Das war irgend so ein Auge auf Belial oder so, ne? Das war das Auge von Belial, glaube ich. Lass mich kurz das nachlesen. Das war irgendwas Cooles, aber ich glaube halt jetzt in meiner Position nützt mir das auch nichts. Ha, wo ist das Babybell-Symbol? Da. Genau. Eye of Belial. Causes your tears to be on piercing, allowing them to travel through enemies after hitting its... Ach so. Ah, das war das. Ja, an sich... Oh, Mann. An sich klingt's cool. Aber mit der Energie, die ich halt... Ich trau mich nicht. Ich hab mich nicht getraut. I'm sorry. Ach, verdammt, ey. So, wir sind alle gespannt, in welche Richtung das jetzt gehen wird hier. Scheiße. Scheiße. Ist so kritisch. LOL. Hab gar nicht gesehen, dass ich die Leiter habe. Ja, witzig. Ja, witzig. Gib mir noch ein Item vielleicht, wenn ich Glück habe. Cool. Genau das Item, was ich gebraucht habe. Okay. Wow. Nicht mal die gönnen mir. Nicht mal die gönnen mir. Na gut. Lädt sich das wieder auf? Nö. Ja, RIP. Das war's dann. Keine Ahnung, was das jetzt werden soll. Absolut keine Ahnung, was das jetzt werden soll. Wirklich nicht. Ich meine, ich dürfte mich einfach nur nicht treffen lassen und dann läuft die Geschichte durch. Hihi. Ich meine, jeder Treffer kann es nochmal verändern. So, und zwar auch ins Positive. Es ist halt alles möglich. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es sich ins Positive verändern wird. Wahrscheinlich kriege ich eher wieder ganz wenig Herzen plötzlich. Im Moment haben wir 5. Okay, jetzt kommt der Moment. Guck, ob das mit den Dingern funktioniert. Weil ich kriege die nicht kaputt so schnell. Ja doch, wir kommen gegen die Dinger an. Und ich habe nur noch 2 Herzen. Oh boy. So auf Herzen gehofft durch die Maschine. Weil guck mal, ich habe 6 Herzen wieder zur Verfügung. Aber ich krieg sie nicht gefüllt. Mann. Oh boy, weg, 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 weg.
fliegen irgendwo Herzen rum. Münzen? Nee. Es gibt's doch nicht. Na gut, Luck ist minus 0,58. Das gibt's eigentlich schon. Jo, weg! Shit. Ja, cool. Halbes Herz noch. Kann mir einer erzählen, wie ich das jetzt noch schaffen soll? Because I don't know. Ja! Jeder Treffer verändert alles. Danke fürs Zuschauen und tschüss.